Heute gibt's mal wieder drei Anrufer in vier Anrufen. Und ihr vermutet richtig, wenn ihr denkt, dass ein Anruf ein Rache- und Beleidigungsanruf war. Ich bin der Callcenter-Crusher mit einem Mittwochsvideo. Der erste Anrufer hat fast entrüstet behauptet, dass er weiß, was Buchstabieren ist. So sicher war er sich dann aber doch nicht mit den Buchstaben. Als ich dann auch noch die Rohstoffe aufgezählt habe, mit denen ich handeln will, war er dann sehr schnell überfordert und hat aufgelegt. Wie immer kommt jetzt das Intro und dann geht's los. Viel Spaß! Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, Tommy Klein ist mein Name. Spreche ich mit der Steffen Derbauer? Ja, richtig, Derbauer ist mein Name. Ich grüße Sie. Ich melde aufgrund Ihrer Anmeldung bei automatisiertem Softwarehandel Roboter Trading, das Sie vor einiger Zeit gemacht haben. Ist das richtig? Ja, schon. Von welcher Firma rufen Sie an? Von Capital Fin. Wir sind ein internationales Online-Trading-Plattform. Ich wollte das ganz kurz erklären über diese Roboter Trading. Das ist eine Software, durch mathematische Algorithmus entwickelt. Und das macht die Marktprognose. Das heißt, wenn der Markt wiederholt, diese Software erkennt das und öffnet die Operationen an der richtigen Richtung. Natürlich, alles läuft automatisch. Aber ganz wichtig ist, wir stellen Ihnen auch eine Finanzberater zur Verfügung, damit Ihnen unterstützt, bei dieser Software zu installieren, dass Sie jederzeit schauen, wie viel Profite Sie das geschafft haben. Es funktioniert so bei uns, bei jeder Auszahlung an der Profite, was Sie machen, 5% behalten wir als Dienstleistungen. Das Rest geht auf Ihr also Konto. Sie behalten das für Ihre Dienstleistungen oder als Dienstleistungen? Für die Dienstleistungen, was ja, wir gut anbieten. Sie haben ja gesagt, 5%, aber nicht von Ihrem Kapital, nur von den Profiten, was Sie schaffen. Mhm. Okay? Ja. Was Sie anfangen, Minimum ist 300 Euro, aber Sie entscheiden, mit welchem Kapital Sie anfangen möchten. Ich hätte dann so erstmal gesagt, so 30 Euro. 30 Euro geht das nicht, ab 300 Euro ist, was Sie dann anfangen. Dann kann ich also doch nicht entscheiden, womit ich anfange. Ja, Minimum ist 300 Euro, ja, was Sie anfangen können. Dann negiert es ja Ihre Aussage, dass ich selber entscheiden kann, mit welchem Betrag ich anfange. Ja, aber ab 300 Euro. Ah. Dann entscheiden. Okay, ja? Gut. Gut, wie hieß Ihre Firma noch gleich und wann hatte ich mich da mal angemeldet? Ganz genau weiß ich nicht, aber es ist... Ach, Sie wissen nicht, wie Ihre Firma heißt? Vor einem Monat. Nee. Wann Sie angemeldet? Vor einem Monat, glaube ich. Ja, wie heißt Ihre Plattform, Ihre Firma? Haben Sie eine Webseite? Ja, natürlich. Ja. Ist Ihre E-Mail-Adresse? Ja, die Webseite, ja, das wird sicherlich stimmen. Die Frage ist, können Sie Ihre Webseite mal buchstabieren? Dann kann ich die schon mal aufrufen. Richtig. Ja. Kapital. Buchstabieren. Wissen Sie, was buchstabieren ist? Natürlich weiß ich. Ja, klar. Dann buchstabieren Sie doch mal. Ja. C wie Cäsar. Ja. A wie Anton. Ja. T wie Paula. Ja. I wie Ida. Ja. T wie Theodor. Ja. A wie Anton. Ja. Und weiter? F wie Friedrich. Wie F wie Friedrich? Richtig. Capitaf. Capitafin. Bitte. .com. Capitafin. Richtig. Also Friedrich Ida Nordpol. Richtig. .com. Ja. Die Seite sagt mir so nichts, aber ich schaue mir die gerne mal an. Moment bitte. Okay.
Oh, die ist. Also ich, bei Ihnen soll ich mich angemeldet haben. Die ist mir komplett neu, die Seite. Sie haben bei unserer Kampagne bei der Roboter Trading gemeldet. Ja, welche Kampagne war das? Bei der Roboter Trading? Bei der Bitcoin Code, glaube ich. Ach Ja, so, okay. weil wir haben mehr Kampagnen. Ja, das heißt, okay, gut, okay. Okay. Und wie kann man bei Ihnen nun genau Geld verdienen? Weil Bitcoin ist ja nun nicht so meine Sache. Ja, ich habe Ihnen erklärt, Sie bekommen einen Finanzberater zur Verfügung und nachdem Sie das Konto aktivieren, dann können Sie jederzeit anfangen, mit ihm zu arbeiten. Ja, nochmal die Frage, wie kann ich dann bei Ihnen jetzt Geld verdienen? Das war meine Frage. Sie können handeln, Womit? okay, mit verschiedenen Produkten, was an der Börse zu handeln. Es gibt verschiedene, wie die Währung, bei Indizes, bei Kryptowährung, bei Ja, der Rohstoffen etc. Rohstoffe wäre interessant für mich, richtig. Kann ich bei Ihnen dann halt mit ganz bestimmten Rohstoffen handeln? Natürlich können Sie das. Ja, ich hätte gerne im Prinzip seltene Erden hätte ich damit gehandelt, weil das ist ja in der Handy- und Computerindustrie sehr begehrt und man kann also die Förderung gar nicht mehr decken, was die Industrie tatsächlich braucht. Damit würde ich gerne handeln. So, wissen Sie, Dysprosium, Gallium, Germanium, Hafnium, Indium, Neodym, Rhenium, Tellur und Terbium. Damit würde ich gerne handeln. Machen Sie Spaß jetzt, oder wie? Warum? Wieso? Ich möchte damit handeln, habe ich gesagt. Kann ich das bei Ihnen nicht? Ja, bitte. Hallo? Hallo. Guten Tag, Herr der Bauer, wie geht es Ihnen? Gut, wer ist denn da? Klaus Meyer ist am Apparat. Kenne ich nicht. Natürlich, Sie kennen mich nicht. Ich bin ein Finanzexperte. Ich rufe Ihnen über Onlinehandel. Online-Investitionen her. Aha. Und ich möchte Ihnen, gibt es ein paar Informationen über dieses Thema. Wie funktioniert, wie ist Läutung, wie kann das mal? Ja, und? So, wenn Sie haben Interesse über dieses Thema, ich kann, gibt es Informationen. Aber wenn Sie nicht interessiert sind, Ja, Sie müssten mir die Informationen dann auch geben, wenn Sie sagen, es gibt Informationen. Dann geben Sie mir die Informationen. ja, natürlich. So, ich arbeite für Cryptos Market Unternehmen. Es ist ein seriöses Unternehmen, ein lizenziertes Unternehmen. Sie können testieren das für eine Woche oder 2 Wochen mit null Kapital. Und am Ende dieser eine Woche, die muss sehr bei selbst, wie viel Geld sie muss gewinnen oder es ist ein gutes Unternehmen. So Sie können eine Ich Investition muss schaffen. ge Geld gewinnen? Natürlich, Sie können gewinnen. Ach, Sie können, weil Sie sagten, ich muss gewinnen. Sie können gewinnen. Aber ich spreche für dich. So, ich kann gewinnen. Nicht dich, Sie. Am Ende dieser Woche, Sie sagen, ich kann gewinnen Geld. Ja, bis jetzt haben Sie noch nicht gesagt, wie genau. So, Sie können das selber machen. Natürlich Einzahlung, Einzahlung, Trading Room, Kontoüberblick. So, wenn Sie wollen, ich muss zeige das, ein Konto, wie es, welche Option haben und wie kann das machen. Ja, dann zeigen Sie mal. Es ist mit null Risiko, aber
Sie haben ein Risiko, wenn Sie eine Investition schaffen. Sowieso, wenn Sie kaufen Indizes oder Rohstoffe, es ist mit null Risiko, aber wenn Sie Kryptowährungen kaufen, das ist ein Risiko natürlich. Was sind denn Rohstoffe? Ja. Ja, das war meine Frage. Was sind Rohstoffe? Sie kennen nicht, was ist eine Rohstoffe? Nee, ich kenne kein Wort, das heißt Rohstoffe. Sind das Stoffe, aus denen Röcke genäht werden, oder was sind Rohstoffe? Okay, ich bin ein Ausländer, Herr, aber das bedeutet nicht, Sie sind ein klüger Mann oder... Ich kenne das Wort Rohstoffe nicht. Können Sie mir das Wort Rohstoffe mal erklären? Ah, für mich, ich weiß, was ist ein Rohstoff. Ja, aber ich weiß es nicht. Ja, Sie muss lernen das. Ja, was ist, dann erklären Sie mir das Wort Rohstoffe. Erklären Sie mir das. Ich möchte das nie sagen. Ach, Sie Sie wollen mir das nicht erklären, was Rohstoffe sind. Ja. Mhm. Und Sie wollen also Informationen geben, wollen aber gar nicht sagen, was die einzelnen Rohstoffe sind. Weil du Spaß mit mir. Wieso du? Du denkst, dass das... Wieso du? Ja, Sie. Du Spaß mit mir. Ach so, du bist also ein Betrüger. Ach so. Du bist ein Horizont. Du, ja, jetzt wissen wir doch schon wieder, dass du ein Betrüger bist. Ja, super. Natürlich. Okay. Genau. Ich bin ein Betrüger. Richtig, du bist stimmt. Ein Horizont. Na und, mach doch nichts, aber ich bin kein Betrüger wie du. Okay. Ich bin kein Betrüger wie du. So, weg jetzt. Was willst du? Was will ich? Von dir will ich gar nichts. Du bist ja ein Betrüger. Können Sie legen auf, bitte? Nö, mach ich nicht. Leg du doch auf, du hast doch angerufen. Ja, ich rufe Ihnen, weil ich möchte, gibt es Informationen. Ich möchte, gibt es Informationen. der lustige Betrüger, der gar nicht weiß, wie man Deutsch spricht. Aber. Hab ich gesagt. Aber. Oh, du Hurensohn, du Schlamm. Ich lach dich aus. Ist lustig. Ah, da ist er wieder. Der kleine lustige Betrüger. Ich lach dich aus, du bist so dumm. Du bist so dumm, genau. Ja, genau, du bist so dumm. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit deiner lustigen Information, hä? Du hast für mich alles ist in, ja, genau, in genau. Ordnung. Ja, genau, ist richtig. Übrigens, mein Name ist genauso echt wie dein Name. Okay. Hä? Hast du nicht verstanden, ne? Du rufst bei einem Scambaiter an. Meine Informationen sind genauso echt wie deine Informationen. Du bist reingefallen, du bist verarscht worden. Und du rufst an. Genau. Ja. Und während du mit mir telefonierst, kannst du niemand anders betrügen. Okay. Genau. Haben Sie verstanden, was habe ich gesagt? Ja, richtig. Dass du ein Betrüger bist, das hast du gesagt. Okay, aber haben Sie... Was habe ich gesagt? Dass du ein Betrüger bist. Haben Sie gesagt, mach eine Investition bei mir? Nein, aber du rufst deswegen an. Richtig. Ja, ich lege an. Ja, natürlich. Ja, du verstehst wieder sehr gut Deutsch, ne? Du verstehst gar nicht, was ich sage. Aber mit deiner du verstehst Deutsch besser. Du kannst nicht ein Wort Deutsch sprechen. Du liest nur dein komisches Skript vor und selbst das kannst du nicht vorlesen. Rohstoffe. Du willst ein Trainer sein, du willst ein Berater sein. Du kannst ja nicht mal lesen. Du brauchst ja Beratung im Lesen. Ja. Ich bin ein Berater für deine Mutter. Jetzt kommt wieder die Mutterschiene, genau. Genau. Und dann kommt wieder die Beleidigung. Genau, ja. Wie ihr das immer macht, ihr Betrüger. Oh Mann, bist du ein dummer Betrüger. Du bist heute echt schon der dümmste Betrüger, der heute angerufen hat. Tatsächlich. Genau. Wir werden jeden Tag anrufen, Ihnen. Ja, das hoffe ich. Dann kann ich jede Menge Videos machen mit dir.
Gerne, immer wieder. Du kannst machen. Ja, richtig, natürlich. Auch dieses Video wird wieder online erscheinen. Richtig. Natürlich. Ja, natürlich. Das ist kein Problem für mich. Nein, das glaube ich. Das ist kein Problem. Ich sage, du bist ein Hurensohn. Ja, und? Das macht dich. Nein, das ist kein Problem für dich. Das macht dich nur noch unglaubwürdiger und lächerlicher. Und die Zuschauer lernen dich auslachen, genauso wie ich dich auslache. Weg. Was machst du? Ich verstehe es leider nicht. Lern doch mal ein bisschen Deutsch. Kauf die Tüte Deutsch, hat mich auch gehelft. Auf den letzten Anruf hatte Kollege Ziggy keine Lust, da die Betrügerin ihm offensichtlich zu dumm war. Also habe ich sie übernommen und zum Glück wurde es dank der Dummheit der Betrügerin noch richtig lustig. So lustig, dass wir laut lachen mussten. Und nun viel Spaß mit diesem Anruf. Hallo? Hallo, ja. Hören Sie mich? Ja. Jetzt, haben Sie... Hören Sie mir? Ja, genau. Hallo? Ich wollte fragen, haben Sie Erfahrung? Hallo, hören Sie mich? Ja, leider. Mhm. Mit wem möchten Sie sprechen? Mit Susanne Claire. Nein, mit wem Sie sprechen möchten? Mit wem möchten Sie sprechen? Ich wollte mit Herrn Larifari sprechen, ja? Giuseppe Larifari, richtig? Ja, ich bin Herr Larifari, genau. Mhm. Super. Ich wollte fragen, haben Sie Erfahrung im Bereich, was Finanzmarkt betrifft oder nicht? Nein. Und Sie? Ich habe schon 2 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und bin sehr zufrieden. Okay, das ist kein Problem. Ich erkläre Ihnen alles. Bei uns erhalten Sie eine vollautomatische Handelsplattform, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Was das bedeutet? Das ist ein sogenannter Roboter, der jeden Tag Finanzmarkt analysiert. Er kauft verschiedene Vermögenwerte, zum Beispiel Aktionen, Kryptowährungen. Aktionen? Er kauft das alles billiger. Ja, er kauft billiger und verkauft teuer. Und der Preis ist verschiedene hier gewährt. Wie bitte? Okay. Und wie heißt denn Ihre Firma überhaupt? Das haben Sie noch gar nicht gesagt. Wir haben 2 Möglichkeiten. Wir haben den Mindestbetrag für die Investition. Moment. Nochmal von vorne. Ich habe gefragt, wie heißt Ihre Firma, Fräulein? Fincare Global, ja. Fincare Global heißt Firma und Projekt, welche haben Sie interessant? Hallo. Halt mal die Luft an. Ja. Halt mal die Luft an. Also antworten Sie nur auf meine Frage. Sie brauchen nicht noch auf Fragen antworten, die ich nicht gestellt habe. Also, wie lautet die Webseite? Unsere Firma heißt Fincare Global. Und die Webseite? Das ist internationale Firma mit allen Lizenzen. Licher, mach dich dumm auf die Düse. Ey, das geht schon nicht. Micha, willst du sie auseinandernehmen? Ich gebe ihm mal den Herrn Larifari, ja? Kleinen Moment. Hallo? Hallo, guten Tag. Ich spreche jetzt mit Herrn Larifari. Ja. Sehr gut. Ich heiße Susanne Claire. Ich bin ein Account Manager von Projekt Immediate Age Mentax. Sie haben dort Ihre Daten gelassen. Was für ein Projekt, bitte? Immediate Mentax. Das ist Online-Handel auf dem Finanzmarkt. Ja, kenne ich nicht. Aber Sie haben dort Ihre Daten gelassen. Wo habe ich meine Daten gelassen? Auf unserem Projekt, auf unserer Website. Ja, wie heißt Ihre Webseite? Immediate Age Mentax auf Fincare Global Firma und es geht um Online-Handel. Also langsam, nicht so viel reden, mal zuhören. Wie heißt jetzt Ihr Projekt? Projekt heißt Immediate Mentax. Können Sie das mal buchstabieren? Immediate Mentax. So, können Sie es noch schneller buchstabieren, damit ich nicht mitschreiben kann? Wie bitte? Wer lacht jetzt oder was? Können Sie es noch schneller buchstabieren, damit ich bloß nicht mitschreiben kann?
Wenn ich werde noch schneller stabilen, buchstabieren, dann werden wir Sie keine Möglichkeit, etwas schreiben. Aha, aha, aha. Sie verstehen also keine Ironie? Ja, natürlich, ich verstehe Ironie, aber das ist meine Arbeit. Anrufen, weil Sie haben... Also verstehen Sie keine Ironie. Also verstehen Sie keine Ironie. Ich möchte gerne Ihr Projekt wissen. Und Sie haben es so schnell buchstabiert, dass ich gar nicht mitschreiben konnte. Okay, ich sage noch einmal Name von Projekt, sehr langsam. Genau. Immediate Mentor. Buchstaben, buchstabieren. I. Ja. M. Ja. M. Ja. E. E, ja. E, D. Ja. I. Ja. A. Ja. T. Ja. E. Ja. Dann nächstes Wort. M. Ich denke, das ist eine Webseite, ein Projekt. Da gibt es kein Leerzeichen. Da gibt es kein Leerzeichen. M, E, N, T, A, X. Es gibt kein Leerzeichen bei einer Webseite. Ihr habt nicht gesagt Leerzeichen, ihr habt gesagt nächstes Wort. Von großer Buchstabe. Also, M, ja. E. Ja. N. Ja. T. Ja. A. Ja. X. Ja. Haben Sie schon geschrieben? Ja, und Sie haben doch gesagt Webseite. Da muss doch dann .de, .com. Website Finke Global. Sie haben doch gesagt, Immediate Mentex wäre Ihre Projekt und Ihre Projektwebseite. Ja, und Sie haben auch Ihre Projekt interessiert. Ihre Projektwebseite wollte ich gerne wissen. Schreien Sie bitte nicht. Ich spreche mit Sie Intelligenz und das ist meine Arbeit, alles erklären. Aber Sie müssen nicht so viel reden. Sie müssen auch mal zuhören. Wenn Sie nicht zuhören, dann können Sie auch nichts erklären. Was wollen Sie noch wissen? Ich möchte gerne Ihre Projektwebseite wissen. Okay, schreiben Sie. F. Ja. I. Ach, das ist jetzt eine ganz andere Webseite. Okay. Das ist unsere Webseite und das ist Website und Name von Projekt. Das ist unterschiedliche Sache. Ja, klar. Nee, nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig. Bei Ihnen ist es so. Okay. F-I-N. Ja. K. K? F-I-N-K? C, C, bitte. Ach doch, C und nicht K. Können Sie nicht so gut buchstabieren? C. Können Sie nicht so gut lesen? Ja. Ja, stimmt. Natürlich. Fincare Global. Fincare Global. Wenn Sie verstehen gut Deutsch, dann können Sie verstehen ohne Buchstabierung. Wenn Sie schlecht sprechen können und die Buchstaben gar nicht können, können Sie lesen? Natürlich. Fincare Global. Ja, genau. Aber warum sagen Sie dann K, wo ein C hinkommt? Können Sie doch nicht lesen? Doch, ich kann lesen. Ich bin Deutschlehrerin. Eine Deutschlehrerin! Ich lach mich tot! In welchem Land lehren Sie denn Deutsch? In Polen. Natürlich, natürlich. Mit so einer schlechten Aussprache. Nein, nein, nein. Ich kann nicht mehr. Ich muss reingrätschen. Das ist wirklich. Ist das eine Deutschlehrerin? Sie ist Deutschlehrerin. Ich will fragen. Sie sind interessant für dieses Projekt oder nie? Oder wie Sie wollen. Red doch erstmal Deutsch, du Deutschlehrerin. Kannst du Polnisch? Kannst du Polnisch? Kurwa Matsch. Kurwa Biatsch.
Kurwa. Deutschlehrerin. Legst du auf, weil du Angst hast? Legst du auf, ne? Hallo. Hallo. Hallo, Frau Deutschlehrerin. Ich bin hier, aber sie haben auch nicht deutsche Namen. Das bedeutet, dass sie sind nicht Deutsche. Aber wir sprechen Deutsch im Gegensatz zu dir. In Deutschland haben sie keine Deutsche. Aber wir sprechen, richtig, ja. Wir sprechen im Gegensatz zu dir, sprechen wir Deutsch. Du nix Deutsch, du Ruski, ne? Ruski, sie sprechen super. Auch mit viel zu viel Fehler, ich höre. Als wenn du Fehler unterscheiden könntest. Als wenn du Fehler unterscheiden könntest. Du bist doch zu dumm, cool, Fehler zu bemerken. Alles klar. Sie sind interessant, was diese Finanzmarkt betrifft. Sie sind interessant. Ja, natürlich, ja. Sie sind interessant. Das ist perfektes Deutsch. Warte mal, kannst du mir sagen, ob der Bitcoin Sie wollen jetzt über Deutsch sprechen oder über unsere Finanzmarkt? Über Bitcoin, oder über was wollen Sie sprechen Bitcoin. Jetzt? Ist der Bitcoin hochgestiegen oder nicht? Können Sie mir sagen, Hallo. Ob der Bitcoin ist hochgestiegen? Ja, hören Sie mir. Ja, ich höre Sie, aber ich spreche mit zwei verschiedenen Männern. Ich verstehe nicht, wer ist Larifari. Hören Sie mir. Hören Sie mich. Wir sind zwei geile Typen, die Langeweile haben und einfach kleine Kriminelle wie Sie verarschen wollen. Verstehst du? Ja. Oder verstehst genau. Du? Hast du verstanden? Sehr gut. Hat sie verstanden, dass sie kriminell ist? Ja, stimmt. Ja. Das ist nicht kriminell, weil wir sind internationale Firma. Wir haben alle Lizenzen. Du, sag doch mal. Okay, ja, pass auf. Beweis doch mal, dass du legal bist. Oh, ich bitte Sie, nicht zu schreien, weil Sie schreien mehr ich rede als jetzt ganz einfach. Ich rede jetzt mal ganz langsam und ganz leise. Genau. Jetzt kannst du bitte mal beweisen, dass du legal bist. Deine Firma, wo ist der Hauptsitz dieser Firma? In London. In London. Weil wir sind internationale Firma. Es reicht, hallo, ich habe nur eine Frage gestellt. Hallo, ich will auch nicht erklären. Nein, das brauchst du nicht. Ich habe nur eine Frage gestellt. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, Betrügerin. Tschüss, Betrügerin. Tschüss, Betrügerin. Die Deutschlehrerin. Das war der geilste Gag immer. Das ist na? Geil. Ich kann nicht mehr. Oh, herrlich. Sensationell. Oh, so, ich beende mal die Aufnahme. Dass wir Scambaiter so aus unserer Rolle fallen, ist echt selten. Aber diese Deutschlehrerin war echt die Krönung. Ich hoffe, die hat euch auch amüsiert. Danke nochmal an Ziggy für diesen Call. Das war auch das Ende für heute. Ihr hört mich wie immer am Sonntag mit einem neuen Video. Euch eine schöne Restwoche. Bis Sonntag, bleibt neugierig, aufmerksam und lasst euch nicht abzocken. Tschüss, euer Callcenter-Crusher.